Willkommen! Hey! Hey, nach langer Zeit sind wir endlich wieder da. Diesmal nicht live, sondern im guten alten Videoformat. Wir freuen uns, hier zu sein. Yeah! Uns geht's gut. Schreibt jetzt in die Kommentare, wie es euch geht. Oh, sehr gut! Jawollek, Alter! Ja, danke an alle, die letzten Wochen immer fleißig in unseren Streams dabei waren. Davon wird es in Zukunft auch noch mehr geben. Denn wir sind immer noch in Quarantäne. Es lohnt sich reinzuschauen. Versprochen. Doppelschwör, Fingerschwur, Indianer Ehrenwort, Schwör auf meine Mutter, Schwör auf deine Schwester auch. Aber wir machen in der Quarantäne natürlich nicht nur Quatsch, sondern wir haben auch ein paar Neuigkeiten zu verkünden. Punkt 1 auf der Tagesordnung. Unser Team hat sich vergrößert. Wir haben jetzt eine Social Media Praktikantin eingestellt. Aber die stellt sich selber kurz vor. Seid bitte lieb zu ihr. Hi, ich bin Amiel und ich studiere Audio Engineering an der SAE. Oder am SAE. Oder am SAE Institut. Wie habe ich euch kennengelernt? Ich weiß es gar nicht mehr. Er ist mein Dozent. Vito ist mein Live-Dozent. Live-Dozent. Er bringt mir bei, wie man rappt. Und wie man lebt auch. Und wie man lebt auch. Hoffentlich auch, wie man redet, weil das kann ich nicht, wie du es gerade bemerken kannst. Ja, und ich mache Social Media. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, weil ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll. Fragen an Amien. Was ist dein geheimer dritter Vorname? Ich habe nur Amien einen. Amien, das reicht, weil es aussagekräftig. Hier hat jemand gefragt. Welche Schuhgröße hast du? 36. Und was ist deine Lieblingsschuhgröße? 37. Tatsächlich habe ich eine Lieblingsschuhgröße, aber wenn ich Schuhe in 36 kaufe, sehen die zu klein aus für meinen Körper, deswegen kaufe ich Schuhe immer in 37. Wie viele Gummibärchen zahlen dir die Scully Fries, um mit ihnen abzuhängen? Eigentlich muss ich mal zahlen. Also minus 2 Backen mit dem Brotreif. Welcher ist dein Lieblings-Scully Fries-Song? Das Intro. Stell dir vor, jemand schenkt dir 5 Euro, was würdest du damit tun? Hast du eine Lieblingsuhrzeit? 1:01. Oder 1:11. Wie sehr freust du dich darauf, das zu machen, worauf die Scully Fries keinen Bock haben? Was ist dein Lieblingsessen? Sushi. Ja, Sushi. Wann ist es nachts kälter als draußen? Wenn ich rausgehe. Eine meiner Lieblingsfragen. Warum? Muss. Wieder eine Zuschauerfrage. Ein Baseball und ein Baseballschläger kosten zusammen 3,33 €. Bitte schreien Sie mich nicht an. Was ist dein absoluter Hassspitzname? Oh nein, wenn ich das jetzt in die Welt setze, dann gibt es kein Zurück mehr. Und deswegen lasse ich es lieber und sage meinen zweiten Hassspitznamen. Der wäre. Das tue ich mir selber nicht an. Hast du ein Lieblingsalbum? Und falls ja, was ist es? Ich glaube. Von The 1975, das The 1975-Album. Jetzt kommt die Zeremonie, weißt du? Erstmal meine Hose zu. Ich überreiche das offizielle Scully Fries Membership. Willkommen! Hey! Kann ich das einfach drüber ziehen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass es größer ich ist als das. God damn! That's a look, Alter! Der kann ins Herbst Lookbook, aber direkt. Let's go. Let's go. Das ist sehr emotional. Und ich finde es sehr schön. Wir finden es auch sehr schön. Willkommen, Amien! Willkommen, Amien! Woo! Po, po, po. Wir haben Bock und sind froh, dich dabei zu haben. Jawollek, Alter. Ankündigung Nummer 2. Ab heute wird es den Scully Friday abwechselnd als Livestream und im Videoformat geben. Eine Woche Video und dann die andere Woche als Livestream. Checkt ihr? Hast du gekifft? Gut. Falls ihr dafür besondere Vorschläge habt, wie zum Beispiel Gaming-Vorschläge. Oder Gaming-Vorschläge. Oder Gerichte, die Gravito kochen soll. Songwünsche fürs Karaoke. Oder ihr mir Samples zuschicken wollt, dafür lege ich noch einen Drive-Ordner an. Da könnt ihr da Samples reinpacken und dann machen wir da coole Sachen mit. Schreibt es einfach in die Kommentare. Drittens. Und zwar nächste Woche am 25. September 2020 kommt eine neue Single von uns raus hier auf YouTube. Wer auf unseren Live-Konzerten war, hat den Song schon ein paar Mal gehört und kennt den. Markiert's euch im Kalender.
Schreibt es euch in die Kommentare. Schreibt es euch auch einfach mal in die Kommentare. Quattro. Auch lange sehnt. Ich glaube vor 7 oder 8 oder 9, vielleicht sogar noch im letzten Jahr angekündigt, starten wir das zweite Format neben Kochen mit Gravito. Es wird sehr informativ, es trägt den recht selbsterklärenden Titel. Naja, baut ein Beat. Da werde ich einen Beat bauen in diesem Format. Viel Spaß und folgt uns auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Eures Girly Fries. Peace out. Tschüss. Auf Wiedersehen. Po, po, po. Gunshots in the air. C'est la vie. Adios. Ciao. Arrivederci. Ich weiß nicht, wie es auf Türkisch und auf Russisch heißt, aber wahrscheinlich Urus Bucucu und Zuckerblät. Macht's gut und bleibt gesund. Klick, klack. Ho, Gunshots in the air, das war's vom Skirly Friday. Wir sehen uns in 7 Tagen wieder, wenn's heißt Skirly Friday. Übrigens.